Bärchen, Tollung und meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung hier nach Berlin. Suizidhilfe bei schwersten Leidenszuständen. Worüber kann ich mit Ihnen heute sprechen als Arzt und Medizinethiker? Jetzt muss man gucken, kriegt das hin? Jawohl. Natürlich ganz klar zunächst einmal die medizinischen Hintergründe der betroffenen Phänomene, Suizid, assistierter begleiter Suizid, Sterbehilfe. Kurz ein wenig über die allgemeinen ethischen Hintergründe. Etwas umfangreicher werde ich eingehen auf wichtige Praxisfragen, fokussierend auf die Frage, wie gehen wir verantwortungsbewusst mit diesem Phänomen um. Kurz zu gesellschaftspolitischen Hintergründen. Ganz kurz, Sie hören dazu nachher noch sehr viel mehr zu den rechtlichen Hintergründen, denn Sie definieren natürlich den Status quo. Und dann eben die Frage, gibt es eigentlich Klarstellungsbedarf? Wo gibt es möglicherweise Klarstellungsbedarf? Und wie ist die momentan doch sehr verwirrende und unübersichtliche Diskussion insgesamt einzuordnen? Zunächst einmal zum Suizid. Das wissen Sie natürlich alle. Es ist die versuchte, zunächst einmal, und wenn man Glück oder Pech hat, je nachdem, die vollzogene Selbsttötung. Aus ärztlicher Sicht ist der Suizid im Allgemeinen, wir sagen, krankheitswertig. Es ist eine Störung, ein Hilferuf, der ist im Regelfall recht gut behandelt worden, zum Beispiel durch Psychiater oder Psychologen. Idealerweise ist natürlich die Folge, wir nennen das eine Distanzierung, dass der Patient also nicht mehr sterben möchte, dass er einen Lebenswillen bejaht. Warum ist das wichtig, darauf hinzuweisen? Denn es gibt uns eine wichtige Grundregel, häufige Dinge sind häufig, im Regelfall ist der Suizid ein Hilferuf, ist eine Störung, also geht im Grundsatz und in jedem, das muss man betonen, begründet im Zweifelsfall Suizidvermeidung, Suizidprophylaxe vor etwaiger Suizidhilfe. Aber, auch das muss man ganz klar sagen, selbst dieser normale Suizid hat eine ernste Prognose, viel, viel ernster als die meisten Menschen ahnen. Eine hohe zweistellige Prozentquote aller Menschen, die jemals einen Suizidversuch unternehmen, suizidieren sich am Ende erfolgreich. Die Häufigkeit ist ebenfalls sehr viel höher als die meisten Laien wissen. Wir wissen gesichert für Deutschland wie für die anderen europäischen und anderen Länder und Amerika, über 1% der Sterbefälle sterben gesichert durch Suizide, das sind in Deutschland über 8000 pro Jahr. Wir wissen aber auch aus der Suizidforschung, dass die meisten Suizide überhaupt nicht als solche erkannt werden oder referiert werden. Und die Dunkelziffer ist ein Vielfaches höher. Die minimale Dunkelziffer, Quote sozusagen, die angenommen wird, ist im Allgemeinen Faktor 3. Es gibt etliche Autoren, die veranschlagen das durchaus plausibel höher. Also wir reden hier von kummerlich 20.000 bis 30.000 Todesfällen für Deutschland pro Jahr alleine. Aber dieser Regelfall ist ja sozusagen nicht das Thema eigentlich, sondern es gibt auch eher nicht krankheitswertige, sehr, sehr ernst gemeinte, wohlerwogene Suizide, die dann auch oft entsprechend oder in der Regel entsprechend entschlossen umgesetzt werden. Am häufigsten sind sie in der Tat bei hochbetagten Patienten, bei Patienten mit chronischen körperlichen Erkrankungen, bei Sterbenden, jeweils mit einem hohen Leidensdruck und eigentlich erst relativ weit unten kommen dann die tatsächlich klassischen Patienten mit neuropsychiatrischen und psychischen Beschwerden, bei denen aber auch eben Willensfähigkeit durchaus vorliegt. Und diese Patienten nehmen natürlich für sich dann die Forderung, formulieren die Forderung und nehmen für sich das Recht in Anspruch, diesen Leidenszustand und damit ihr Leben selbstbestimmt zu beenden, wie das hier auf diesem berühmten Gemälde von Jacques-Louis David sehen, aus dem Jahr 1787, der Selbstmord des Sokrates. Und nur dieses Recht, den Leidenszustand und somit das Leben selbstbestimmt zu beenden, nur das ist eigentlich hier heute das Thema, damit wir das ein bisschen klarstellen. Und es bringt uns natürlich über zum Thema Sterbehilfe bei schwersten Leidenszuständen. Was sind hier das, was wir einigermaßen vernünftig sagen können? Vorangestellt aus meiner Sicht als Wissenschaftler die wichtigste Maßnahme, Vorsicht, Methodenprobleme. Wir müssen bei allen Formulierungen extrem
vorsichtig formulieren und in unseren Schlussfolgerungen extrem vorsichtig sein, das erfolgt in der aktuellen Debatte nicht ausreichend. Wir können sagen zur Sterbehilfe, es ist zum Teil sicher ein eigenständiges Phänomen neben dem Suizid, aber der assistierte Suizid ist natürlich das Paradebeispiel. Es gibt natürlich auch in einem erheblichen Maße Überlappungsphänomene und Abgrenzungsprobleme. Wie häufig ist das? Ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Schwer zu sagen. Die allgemeine Datenlage und Expertenstatements sowie die bisschen Studien, die wir haben, liegen nahe, mit ziemlicher Sicherheit, ebenfalls über 1%. Die Datenlage, die wir insbesondere aus den Benelux-Ländern haben, liegt nahe, es geht in einer Größenordnung von 3%. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren, damit wir das Ausmaß des gesamten Problems begreifen. Also wir haben auf der einen Seite Suizid, irgendwo ein, wahrscheinlich 3%. Wir haben auf der anderen Seite Sterbehilfe, auch in einer ähnlichen Größenordnung. Wir haben gewisse Überlappungsphänomene. Aber wir dürfen davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass der Gesamtkomplex, dass Menschen die Entscheidung treffen, ich beende jetzt selbstverantwortet mein Leben, über 3% aller Sterbefälle in Deutschland betrifft, das sind um die 30.000, bis in eine Größenordnung realistischerweise, ich denke, eine gute Schätzung ist bis zu 5%. In dieser Größenordnung reden wir, wenn das so 5% wären, wäre das 50.000 Menschen, das ist eine Mittelstadt, jedes Jahr für Deutschland allein. Was sind die Hauptursachen? Meistens nicht ausreichende Leidenszustände. Herr Fitzhörnermann hat es vorhin schon angesprochen, auch das ist sehr, sehr viel häufiger, als uns, ich bin jetzt zwar ein bisschen gehässig, die Gesundbeter der Palliativmedizin meist machen wollen, nicht ausreichend therapierbare Leidenszustände betreffen konsistent hohe zweistellige Prozentquoten aller sterbenden Menschen, trotz bestmöglicher Palliativmedizin. Wenn man dazu auch noch weiß, dass die objektive Leistungsbilanz der Palliativmedizin in der Regel, nicht in der Ausnahme, in der Regel bestenfalls fragwürdig ist, dann muss man sagen, das kann in vielen Fällen eine gute Sache sein und helfen, aber was wir momentan sehen, ist eine ideologisch weltanschauliche Verbrämung der Heilsbotschaft Palliativmedizin. Das hat mit den Realitäten, gerade auch aus medizinischer Sicht, wirklich nichts zu tun und damit müssen wir gründlich aufräumen. Um das weiter zu belegen, zweistellige Prozentquoten aller Menschen, die sterben, bedürfen, damit sie ihre Leidenszustände einigermaßen ertragen können, de facto eine Betäubung. Also wir nennen das eine terminale oder palliative Sedierung. Da sind die Übergänge zur aktiven Verkürzung fließend, nicht zu differenzieren. Einstellige Prozentquoten aller Sterbenden, die in hochspezialisierten, notabene stationären Palliativeinrichtungen sterben, erbitten und erhalten einvernehmlich aktive Sterbehilfe in palliativmedizinischen Einrichtungen. Soweit zum Thema. Wir machen ein bisschen Palliativmedizin und alles ist gut. Mitnichten. Sterbehilfe, meine Damen und Herren, ist eine ubiquitäre Universalie. Es ist ein empirisches Basisphänomen. Sie ist historisch durchgehend nachweisbar. Sie ist im Kulturvergleich nachweisbar. Es ist eine empirische Normvariante, vollkommen unabhängig von ethischer Analyse. So wie 30% an Krebssterben, 20% an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 15% an neurologischen Erkrankungen und Schlaganfällen sterben 1-3% durch Suizid in einer ähnlichen Größenordnung durch Sterbehilfe, egal was wir tun, kulturell, historisch, ziemlich konsistent, soweit wir das beurteilen können. Es gibt auch keine Bollwerke. Hinweis auf, darauf, dass kulturelle Rahmenbedingungen da groß was reißen, schützen, existieren nicht. Am meisten wird es immer postuliert für die Religion, aber auch das ist im besten Fall unbelegt.
Wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass strafrechtliche oder berufsrechtliche Rahmenbedingungen überhaupt keinen Einfluss haben. Die Leute machen es trotzdem. Und auch die Palliativmedizin hat nach allem, was wir wissen, keinen protektiven Einfluss auf die Häufigkeit des Gesamtphänomens an sich. Soweit zum Thema, wir müssen hier noch mehr und noch mehr und noch mehr Palliativmedizin machen. Medizinethische Hintergründe. Die zentralen Prinzipien, das ist vollkommen unstrittig und für jeden einsehbar, ist auf der einen Seite Lebensschutz und auf der anderen Seite natürlich auch Selbstbestimmung und Respekt der Selbstbestimmung. Weiterhin vollkommen unstrittig ist, da ist natürlich ein Abwägungsbedarf gegeben, aber auch anerkannt, es ist im Wesentlichen eine Gleichwertigkeit zwischen diesen Prinzipien gegeben, die eben abzuwägen sind. Wenn es dann einen ethisch legitimen Sterbehilfe gibt, dann ist, auch das ist akzeptiert, der gegebenenfalls assistierte Suizid die Präferenzmethode. Warum? Auch das geht eben mit der Selbstbestimmung einher. Der Patient bildet seinen eigenen Willen und er hat auch die Tathoheit, das heißt, er führt die Tat selber durch. Und das signalisiert zum einen natürlich Ernsthaftigkeit und reduziert zum anderen natürlich zumindest theoretisch denkbare Risiken von Missbrauch. Thema Missbrauch, die sogenannte schiefe Ebene. Dafür gibt es weder in Deutschland noch sonst irgendwo auch nur den Hauch einer empirischen Evidenz. Es wird permanent unterstellt, aber das war es auch schon. Und diese Unterstellungen sind im Allgemeinen schlicht bösartig. Man hat keine sonstigen Argumente. Als Ethiker nennt man das politisch korrekt das Wichtige ist, das akzeptieren sogar die meisten Verbotsbefürworter. Da heißt es dann, es besteht ein theoretisches Missbrauchsrisiko. Die Sachen Evidenz dafür haben sie nicht. Auch der Gerücht schreibt so wunderschön von sogenannten abstrakten Gefährdungsdelikten. Das ist schon sehr abstrakt, wenn man die Details kennt, meine Damen und Herren. Wo sind also aus medizinethischer Sicht die Fragestellungen, die Problemstellungen? Einmal natürlich, wir müssen tolerieren. Da gibt es Selbstbestimmung, die zu respektieren ist. Und dann natürlich die Frage, wie gehen wir dann auch differenziert und verantwortungsbewusst damit um? Insbesondere, wir haben es gerade am Anfang gesehen, um Kollateralschaden zu vermeiden. Die vernünftige, die verantwortungsbewusste Schlussfolgung, und das, auch das ist in der Medizinethik heute unstrittig, ist Suizidhilfe, Beistand unter bestimmten Umständen. Was ist das Erfordernis in der Praxis? Wie gehen wir damit verantwortungsbewusst um? Hilfe, Beistand. Die Menschen müssen Zugang haben zu kompetenter Hilfe, Beratung, Information. Das muss sein freiwillig, optional, funktioniert mit Zwang sowieso nicht. Keine Raketenwissenschaft. Warum reite ich darauf rum? Es gibt eine zentrale Gegenthese im Moment der Verbotsbefürworter, die behaupten, Suizid würde durch das Hinzutreten von anderen Personen wahrscheinlicher. Meine Damen und Herren, das können wir klar sagen aus der Suizidforschung. Das ist grober Unfug, ist wissenschaftlich widerlegbar, das Gegenteil ist der Fall. Ein Verbot des Hinzutretens von anderen macht den Suizid wahrscheinlicher und wäre also gerade auch im Sinne des Lebensschutzes katastrophal, kontraproduktiv. Wenn jemand sich mit Suizid trägt, dann ist das Beste, die beste Prävention, das können wir wissenschaftlich belegen, ihn respektvoll, freundlich und verständnisvoll ansprechen, darüber reden, das Problem angehen. Das ist, was wir brauchen. Was sind die Praxiserfordernisse? Das Maßnahmenspektrum. Sie sehen es hier nochmal auf diesem berühmten Gemälde. Im Zentrum steht der Sterbewillige selbst. Er ist Herr des Verfahrens. Ein Mann reicht in den Kelch, ein hoffentlich mehr oder weniger geeignetes Verfahren. Der Schilling's wahrscheinlich nicht geeignet, würden wir heute sagen, aber war damals das, was so üblich war.
Ein anderer legt die Hand auf und sagt, ich bin da. Das Umfeld, Sie sehen es auf der linken Seite, ist traurig. Sie sehen es auf der rechten Seite, ist zum Teil gestürzt und erschüttert, zum Teil aber auch gefasst. Man kann deutlich schlechter werden. Wer macht Suizidhilfe? Wie sieht die Lastenverteilung aus? Mit weitem Abstand, Sie haben es gerade gesehen, Sterbewillige und Angehörige. Wie sieht das aus mit Ärzten und Vertretern der Pflegeberufe? Soweit wir das wissen, vorwiegend bisher in Einzelfällen. Weit überwiegend, meine Damen und Herren, das mag vielen von Ihnen neu sein, gibt es in diesem Bereich großes Verständnis und Aufgeschlossenheit und grundsätzlich auch eine große Unterstützungsbereitschaft, die für einen vernünftigen Umgang mit dem Phänomen vollkommen ausreichend wäre. Da darf auch die Stellungnahme der Bundesärztekammer nicht hinwegtäuschen, aber große Verunsicherung in der Praxis und demzufolge momentan natürlich eine eher fragwürdige Kompetenz. Wie sieht das aus mit diesen berühmten Vereinen und Verbänden, die da momentan immer wieder diskutiert werden? Da haben wir eine relativ gute Datenlage dank dieser Vereine. Wir können in Deutschland sagen, dass das momentan irgendwo zwischen 100 und 200 Fälle pro Jahr sind. Meine Damen und Herren, das ist ein Prozentbruchteil, das ist nicht einmal ein Prozent der zu erwartenden Suizid- und Sterbehilfefälle. Das ist minute, also überhaupt eine vollkommene Petesse. Es gibt zu diesen Vereinen und Verbänden relativ weit verbreitete Vorbehalte und Kritik. Das sollte heute nicht das Thema sein. Wichtig ist, dass man weiß Folgendes. Erstens, darauf komme ich gleich noch, es gibt für die Tätigkeit dieser Vereine und Verbände sehr, sehr valide, rationalen und es gibt auch hier keinen Nachweis von Missbrauch. Und diese Vereine und Verbände, gerade die Sterbehilfe Deutschland und die Signitas, die sind nicht unter der Lupe, meine Damen und Herren, die sind unter dem Mikroskop der Behörden. Wie sieht also das Maßnahmenspektrum ansonsten aus? Dazu wichtigstes voran, Problemerkennung, latente Suizidalität erkennen, drüber reden. Leitkriterium, Lebensschutz, Verhinderung vermeidbarer Suizide, Krisenintervention, Hilfeleistung, gegebenenfalls Prophylaxe, vielleicht sogar Notfallrettung. Leitkriterium, Respekt vor der Selbstbestimmung. Zunächst einmal müssen wir klären, ist der Patient willensfähig? Wenn er eine Demenz hat, muss man davon vorsichtig sein. Schließt es aber nicht aus. Dies klären, gegebenenfalls begutachten. Die Willensbildung sollte, das muss sicherlich auch allein nicht adäquat sein, das ist unter Umständen zu unterstützen durch Beratung, aber die muss natürlich auch freiwillig sein. Was sind die Grundregeln? Auch das ist vollkommen unstrittig in der Diskussion, meine Damen und Herren. Ich habe gerade angesprochen, im Prinzip erstens Primat der Suizidvermeidung. Zugleich aber eben auch Ergebnisoffenheit. Es muss klar sein, die Menschen haben tatsächlich eine Wahl. Es geht nicht zu sagen, wie das in der momentanen Debatte permanent passiert. Ja, wir akzeptieren den assistierten Suizid, aber für Verbrechen unmöglich. Geht nicht. Und dann natürlich letztlich die strikte Freiwilligkeit, und zwar für alle Beteiligten. Begrenzung von Lateralschaden, meine Damen und Herren. Gerade das traurige Schicksal von Herrn Reiter gehört. Das größte Problem ist, nach allem, was wir wissen, Traumatisierung, insbesondere von nahen Angehörigen, zum Beispiel durch Auffindungssituationen, Schienensuizide. Da haben wir 2 bis 3 pro Tag in Deutschland. Ich kann da aus eigener Erfahrung reden. Ich habe das auch 2-mal machen dürfen. Nicht schön. Maßnahmen auch hier, Beratung auf zu verschiedenen Fragen, die sich dort ergeben können. Die vermeiden wir Kollateralschaden bei den Sterbewilligen. Das Wichtigste ist den Suizidakt, denn wenn er denn schon passiert und der Patient überzeugt ist, er will das und er kann das auch plausibel erklären, dann wenigstens hinreichend human zu gestalten und arm an Nebenwirkungen und die, meine Damen und Herren, können zum Teil wirklich beträchtlich sein und entwürdigend sein für alle Beteiligten. Und nicht zuletzt auch, dass man den Patienten nicht nötigt, seinen Suizid vorzeitig zu begehen, denn viele Patienten in dieser Situation haben natürlich das nicht vollkommen verständliche, die vollkommen verständliche und begründete Sorge,
ansonsten es nicht mehr beherrschen kann. Auch hier kann man, wie Sie unten sehen, helfen. Was ist das Kollateralschaden bzw. das öffentliche Interesse, ihn zu verhindern für die Öffentlichkeit? Das Allerwichtigste vorneweg, meine Damen und Herren, Rechtssicherheit, Rechtssicherheit, Rechtssicherheit. Die Befriedung der gesellschaftspolitischen Kontroverse, die Möglichkeit der Umsetzung in einem wertepluralistischen Entscheidungs- und Handlungskorridor, das braucht Duldsamkeit. Im Vergleich, den ich immer mache, ist der mit der Abtreibungsdebatte, meine Damen und Herren, kein Mensch, der einigermaßen normal kriegt, sagt, juhu, Abtreibung ist eine tolle Sache. Aber wir wissen alle, es ist eine Realität, egal was wir tun, da können wir uns noch so anstrengen, es bleibt eine Realität. Wenn wir es versuchen, in die Illegalität zu drängen, wird machen wir alles noch schlimmer, es gibt noch mehr Kollateralschaden. Also müssen wir klären, wie gehen wir vertikal damit um und einen entsprechenden Korridor eröffnen. Und selbst die Diskussionen und Optionen der Verhindererfakultät sind die gleichen. Man sagt eben, ja, wir respektieren es, aber man versucht es unmöglich zu machen. Diese ganze Diskussion ist, denke ich, für alle von Ihnen hier erlebte Biografie. Dafür, also um Suizid, mit Suizid und Suizidhilfe verantwortungsbewusst umzugehen, braucht es gewisse Strukturen, Kompetenz, Netzwerke. Zum Beispiel für zusätzlichen fachlichen Rat. Als Arzt möchte einen anderen Arzt fragen, wie siehst du das? Im interdisziplinären Diskurs, Arzt und Pflegekraft, ganz, ganz wichtig, Supervision, Hilfe für Helfer. Jeder weiß, wie schwierig, wie anstrengend es ist, mit Sterbenden zu arbeiten. Kompetenz, Aus- und Weiterbildung ist dafür notwendig. Also Organisationsformen, Informationsaustausch ist erforderlich und notwendig im öffentlichen Interesse auch des Gesetzgebers und unser aller in unserer Gesellschaft. Also wir brauchen das, was in der momentanen Diskussion genannt wird. Und wir haben ein legitimes Interesse daran, an einer im weitesten Sinne organisierten Suizidhilfe. Auch keine Raketenwissenschaft, meine Damen und Herren. Aber warum leitet der Streben darauf um? Weil Sie momentan in der Diskussion, permanente Diskussion haben, gerade diese organisierte Suizidhilfe verbieten zu wollen oder sogenannte Werbung, was letztlich auch nur ein Euphemismus dafür ist, den Menschen den Zugang zu entsprechenden differenzierten Informationen zu verunmöglichen. Was man auch wissen muss, meine Damen und Herren, in Verbänden, Netzwerken, wie auch immer Sie das nennen wollen, gibt es natürlich ein höheres Fallaufkommen. Damit höhere Erfahrung und Kompetenz, mehr Mitwirkende, damit höhere Transparenz, damit ein geringeres Risiko von Fehlern oder noch einmal theoretisch denkbarem Missbrauch. Und es gibt schließlich in der Regel dann auch eine körperschaftsrechtliche Aufsicht. Und das hilft natürlich mit der Frage, die immer wieder beschworen wird, das ist ja keine Bereiche. Fazit also, es gibt ein robustes, ethisches, medizinisches und praxisorientiertes öffentliches Interesse für eine organisierte, nicht kommerzielle Suizidhilfe. Und das muss auch der Gesetzgeber respektieren. Ich glaube, er hat keine realistische Alternative. Ein bisschen etwas zu den ganz kurz zu den gesellschaftspolitischen Hintergründen, meine Damen und Herren. Wir wissen, Sterbehilfe und Suizidhilfe sind Realitäten, wie kurz dargestellt. Es gibt eine Vielzahl von überzeugenden Argumenten, noch viel, viel mehr als hier dargestellt. Wie sehen Sie das als allgemeine Öffentlichkeit? Neueste Studie sagt, meine Damen und Herren, 87% der deutschen Bevölkerung befürworten in dieser Frage individuelle Wahlfreiheit. Wir wissen, dass das für die meisten nicht in Betracht kommt irgendwann, aber die meisten wollen wissen, dass, wenn sie in der Verlegenheit wären, sie dies nutzen können. Tatsache, auch in den Heilberufen haben wir ähnlich breite Mehrheitsverhältnisse. Auch da kann sich die Bundesärztekammer auf den Kopf stellen und in den Ohren wackeln, das ist so. Beispiel in der Ärzteschaft, fast 40% wären bereits jetzt, trotz aller Desinformationskampagnen, im Grundsatz bereit, Suizidhilfe zu leisten und das trotz aller Desinformationskampagnen. Ganz kurz nur zu den rechtlichen Hintergründen, die definieren natürlich unseren Status quo und die Praxis, immer noch für viele Menschen eine Überraschung.
bereits jetzt akzeptiert, bejaht und verteidigt unser Recht hier in Deutschland alle diese genannten sehr vernünftigen Rationalen. Der Suizid ist sowieso nicht strafbar, der Suizidversuch auch nicht. Macht ja keinen Sinn, jemanden, der Hilfe braucht, auch noch mit E-Coll des Strafrechts überzuziehen. Und auch die Hilfe beim Suizid ist nicht strafbar. Das gilt für Angehörige, das gilt für Ärzte und andere Heilberufe und das gilt auch für Vereine und Verbände. Trotz aller Desinformationskampagnen, die da seit einiger Jahren im Prinzip laufen, die wichtigste davon, die momentan am meisten für Unruhe sorgt, ist das angebliche Verbot des ärztlich assistierten Suizids in den der Berufsrechtsordnung einiger Länderärztekammern. Meine Damen und Herren, ganz klare Sache, da sind sich alle Experten eigentlich einig, rechtswidrig, meistens ist es auch verfassungswidrig. Das ist das Papierlichtwerk, auf dem es steht. Kein Arzt in Deutschland kann irgendetwas passieren, wenn er sich darüber hinwegsetzt. Das ist die entsprechenden Präzedenzen, sind auch schon öffentlich durchexerziert. Mit einer Ahnung und mir sind zwei ärztliche Kollegen hier heute vertreten, die das auch in ihren jeweiligen Kammerbezirken öffentlich durchexerziert haben. Hier ist kein Handlungsbedarf gefordert und gar nicht des Gesetzgebers, irgendetwas zu erlauben, was längst erlaubt ist. Es ist letztlich eine Frage der Klarstellung des Durchsetzung geltenden und insgesamt als sinnvoll akzeptierten Rechts durch Sie, durch uns alle als mündige Staatsbürger. Vorsicht, meine Damen und Herren, also bitte und tiefe Skepsis, vor allen Vorschlägen, ich rede hier natürlich vor allem von Horacio et al., die behaupten, dass sie angeblich ärztliche Suizidhilfe erlauben. Ihr habt uns nichts zu erlauben, es ist nichts erlaubt. Andererseits aber nichts tun, um diese Desinformationskampagne und nichts anderes ist es, zu beenden, obwohl sie genau wissen, es ist nichts anderes als eine Desinformationskampagne. Wie wir das beenden können, darüber können wir vielleicht nachher, vor allem am Nachmittag, nochmal diskutieren, da gibt es gute Möglichkeiten. Und wenn dann auch noch klar wird, dass diese angeblichen Erlaubnisse der Suizidhilfe durch Ärzte tatsächlich Mogelpackungen sind und tatsächlich Suizidhilfe verunmöglichen, dann fällt einem schon wirklich nichts mehr ein. Das muss man ganz klar und unmissverständlich sagen. Auch der Bewahrungsvorschlag ist nichts anderes als ein systematisches Suizidhilfeverunmöglichungsgesetz. Punkt. Kein Wenn. Kein Aber, das muss klar sein und er ist noch fundamentalistischer, er ist noch radikaler als selbst der bisher weitestgehende Verbotsentwurf von Augsburg und Wünsch der Deutschen Stiftung Patientenschutz, die seit Jahren bekannt sind als absolut unversöhnliche sterbliche Gegner. Das ist die traurige Realität zu der Desinformationskampagne der Autoren von Boras und andere. Und das werden wir sehr deutlich kommunizieren in den nächsten Wochen und Monaten. Also, wir haben bereits jetzt im Recht maximal mögliche Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Mehr geht eigentlich nicht. Wir haben, wie ich kurz erwähnt habe, kein Indiz auf Missbrauch. Wir haben einen breiten Konsens. Und ich denke, dazu werden wir wahrscheinlich noch einiges hören, die bereits ausreichende Geld ausreichen. Wir haben bereits jetzt ausreichende Rechtslage zur Ahnung theoretisch denkbarer Fehler und denkbaren Missbrauchs. Also große Preisfrage, wo ist eigentlich der Regelungsbedarf? Wenn man ein Gesetz machen möchte, macht man zunächst noch mal eine Rechtsanalyse. Brauchen wir eigentlich eine Regelung? Wir haben einen Regelungsbedarf, aber auch nur einen. Das ist ein Fehler in unserer Rechtssystematik. Wir wissen, der assistierte Suizid ist straflos, aber gerade wenn Sie mit dem assistierten Suizid verantwortungsbewusst umgehen möchten, gerade insbesondere, wenn Sie besonders geeignete Verfahren ermöglichen möchten, um Kollateralschäden zu vermeiden, dann haben Sie derzeit in Deutschland ein relativ hohes Risiko, dass Sie mit dem Arzneimittel- und dem Betäubungsmittelrecht kollidieren können. Das ist natürlich unlogisch. Das ist aber auch eigentlich alles, was wir tatsächlich klarstellen müssen, mit dem Sie eben vor allem sehr unhumane oder sehr nebenwirkungsbehaftete Ausweichverfahren zu vermeiden
und damit Kollateralschaden. Ich komme zu meinen Schlussfolgerungen, meine Damen und Herren. Die bestehende grundsätzliche Rechtslage in Deutschland zur Suizidhilfe ist bereits jetzt in jeder, zumindest rechtlichen Hinsicht, vorbildlich. Wir haben für Sie, für uns alle, den bestmöglichen Verfassungs- und Grundrechtsschutz der betroffenen Patienten und die bestmögliche Rechtssicherheit für die Angehörigen und Helfenden. Tatsächlich regelungsbedürftig wie ausgeführt ist eigentlich nur eine allerdings sehr, sehr zentrale und wichtige praktische Umsetzungsfrage, aber juristisch ist das nicht so groß eigentlich das Problem. Denn das wäre zu klären relativ, zumindest relativ problemlos, im Vergleich zu der aktuellen Diskussion minimalen Aufwand in einem sehr breiten Konsens, in nachgeordneten Rechtsnormen, sprich das Arzneimittelrecht oder sogar einfach nur seine Ausführungsbestimmungen. Das Tätigwerden des Gesetzgebers ist in diesen Fragen, die ich angesprochen habe, eigentlich nicht zwingend nötig und zum Teil auch gar nicht wünschenswert, zumindest was das Berufsrecht betrifft. Ganz klar muss aber sagen, meine Damen und Herren, wir haben ein sehr vernünftiges Recht, ganz, ganz viele gute Gründe. Ein Zurückfallen unter geltendes Recht kann gar nicht sinnvoll sein und auch das müssen wir sehr, sehr viel deutlicher kommunizieren, als das bisher passiert. Ich sage das nur bedingt gerne als Medizinethiker, aber ich sage es sehr deutlich und sehr offen, wir brauchen auch keine unübersichtliche Grundsatzdebatte oder eine sogenannte Ethikdebatte über Suizid und Sterbehilfe. Wir wissen, es sind Realitäten. Wir wissen, wir müssen uns individuell und als Gesellschaft insgesamt dazu ins Benehmen setzen. Die Argumente pro und contra werden seit Jahren ausgetauscht. Wir wissen, es gibt triftige medizinische, ethische und rechtliche Gründe. Stichwort 87% Zustimmung. Wir haben jetzt bereits den wohl breitestmöglichen gesamtgesellschaftspolitischen Grundkonsens, den man in einer wertepluralistischen Gesellschaft zu so einer Frage überhaupt haben kann. 87%, meine Damen und Herren, klare Ansage an die Politiker, es gibt für eine solche liberale, pluralistische Regelung ein geradezu erdrückendes gesellschaftspolitisches Mandat. Und den Vertretern der Gegenseite beruhigend, auch gut bewusst, der Schutz und die Respektierung von Minderheiten, Voten und Ansichten ist sicher. Und gesichert besteht überhaupt nicht zur Debatte. Meine Damen und Herren, wenn es denn doch eigentlich so theoretisch einfach ist, um Gottes Willen, warum denn das Ganze, ich habe keinen anderen Begriff, Sommertheater, das wir seit Mai gesehen haben. Meine Damen und Herren, klare Ansage, gerade weil es so einfach ist. Was ist denn die Strategie? Die aktuelle Debatte, das wird vielen von Ihnen vielleicht neu sein, die das Diskussion nicht so intensiv verfolgt haben, ist nichts anderes als eine Neuauflage. Es gab vielfache vorangegangene Geburtsinitiativen nur in den aktuellen letzten Jahren. Bundesratsinitiative und noch eine Bundesratsinitiative, dann war die Ärztekammer dran und dann noch einmal die Ärztekammer dran, die genannt hat, das Papier nicht mehr, auf dem es steht. Dann eine Konsultation am Ende der vorangegangenen Bundesregierung und dann der Versuch, das zu etablieren mit der neu etablierten großen Koalitionsbundesregierung. Alles ausgegangen wie das Nürnberger Schießen. Die Verbotsforderungen sind allenfalls zunehmender und erbitterter. Es gibt in der Sache, meine Damen und Herren, nicht einen einzigen neuen Tatbestand, ein einziges neues Faktum oder ein einzig neues Argument. Alle Argumente sind bereits vielfach erörtert und erwogen und letztlich verworfen im Allgemeinen aus pragmatischen Gründen, Stichwort kontraproduktiv oder aus verfassungsrechtlichen Gründen. Es gibt, meine Damen und Herren, viele, viele, viele gute Gründe, viel mehr als ich Ihnen hier heute darstellen kann, warum A1 die Rechtslage in Deutschland so ist, wie sie ist, und warum es A2 der Gesetzgeber nach entsprechenden Konsultationen, die Sie 30, 40 Jahre zurückverfolgen können, es immer hochbewusst vermieden hat, in dieser Frage selber tätig zu werden, geschweige denn irgendetwas zu verschärfen. Und da ändert auch nichts daran, dass auf diese derzeitigen Verbotsinitiativen permanent der Aufkleber draufgeklebt wird, das sei Medizinethik, das M-Wort,
dass wir dazu Gott anfreifeln, ist ein deutlich anderes. Wir haben einen Faktentest entwickelt, meine Damen und Herren, den können Sie auf der Webseite des Bündnisses nachgucken. Und das ist sehr ausführlich ausgeführt zu allen bisher vorgelegten, ausformulierten Gesetzesinitiativen, meine Damen und Herren. Alle bisher vorgelegten Initiativen fallen weit, weit unter geltendes Recht zurück, mit aller weitesten Dorase und andere. Sie schränken Ihre Rechtssicherheit als Patienten ein. Sie schränken Ihre Rechtssicherheit als Angehörige und andere Helfende ein. Und Sie werden in der Praxis kontraproduktiv. Unsere Politiker sind in der Regel wohlmeinend, zweifellos, aber kaum einer davon ist in irgendeiner Weise als sachkompetent ausgewiesen. Sie sind ganz offensichtlich nicht angemessen informiert. Ich muss in den meisten Stellungnahmen, die kommen, nur bis Zeile 3 lesen und merke, die wissen nicht einmal, was die aktuelle Rechtslage und ihre rationalen bereits sind. Und ich gehe davon aus, die meisten sind momentan auch gezielt, bewusst, systematisch desinformiert. Meine Damen und Herren, Deutschland ist bereits seit Jahren, nur noch wirklich einen Wimpernschlag davon entfernt, eine Rechtslage, eine Rechtspraxis, vor allem eine Rechtspraxis, zur Suizid- und Sterbehilfe zu etablieren, die im Bereich auf ihren Grundrechtsschutz, ihrer Rechtssicherheit, in Bezug auf Differenziertheit, Pragmatismus und öffentliche Akzeptanz auch international beispielgebend wäre und viel besser funktioniert als das Bäumer-Modell, was Borasio empfiehlt. Die aktuellen Debatten sind weit überwiegend Versuche, eine sehr, sehr kleine Minderheit, 3-8%, diese bemerkenswerte gesellschaftspolitische Errungenschaft zu verschleppen oder gar zu erbrechen mit dem Mittel einer groß angelegten Desinformationskampagne. Das ist das, was wir sehen. Das muss unsere Aufgabe sein. Wir müssen die Menschen informieren, was ist eigentlich los. Und diejenigen, die das vertreten, klar und deutlich auch sagen, Plausibilität und wissenschaftlicher und persönlicher Glaubwürdigkeit stellen. Ich empfehle in diesem Sinne eine Versachlichung und refokussierende Debatte. Ich empfehle insbesondere tiefe Skepsis gegenüber jeder, insbesondere strafrechtlichen Neuregelung oder Verschärfung. Ich denke, wir müssen uns alle zunächst einmal darum kümmern, dass das klar, das bereits geltende vernünftige Recht klar, insbesondere, wiederhole die Frage des ärztlichen Berufsrechts, klargestellt und durchgesetzt wird, wie wir das machen können, auch als Bündnis, auch als informierte Öffentlichkeit. Ich denke, darüber können wir heute Nachmittag noch mal etwas diskutieren. Ich glaube, es ginge sehr, sehr viel schneller, als man glaubt. Und ich glaube, wir sollten sehr bewusst unsere Politiker hier an ihrer Glaubwürdigkeit fassen. Was wir dann noch machen müssen, ist eine zügige Lösung des Umsetzungsproblems im Arzneimittel- und Betreuungsmittelrecht. Ich denke, nur hier wäre tatsächlich der Gesetzgeber erste Wahl, aber es gibt auch hier bereits erste höchstrichterliche Urteile, die nahelegen, dass man das möglicherweise auch anders machen kann. Wir brauchen eine Gesetzgebungsinitiative, wir brauchen zunächst einmal eine Bürgerinitiative, meine Damen und Herren, die sind gefordert. Aber ganz klar, und das ist, denke ich, die zurückliegende entscheidende Kernbotschaft, gerade auch an die Politik und an die Gegenseite, kein Zurückfallen hinter geltendes und bewährtes Recht, kein Aushebeln seiner Rationalen. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen geholfen, in dem momentan tatsächlich das sehr unübersichtliche Diskussion so ein bisschen den großen Kontext zu sehen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine sicherlich überlegte Diskussion. Vielen Dank.